Moin moin und hallo. Heute möchte ich gerne zeigen, wie eure Batterie, eure Startbatterie unter Last gemessen wird und gleichzeitig noch der Anlasser mit gecheckt wird mit einem Multimeter. Wir stehen vor dem Motorraum. Unsere Batterie befindet sich rechts neben dem Motorblock, links neben dem Sicherungskasten. Dort haben wir eine Batterie verbaut, ein ganz schön fetter Brummer. Es ist noch eine Bleibatterie, wo der vordere Teil ein Pluspol besagt unter der Kappe hier und der hintere Teil ist der Minuspol. Wir wollen jetzt also gucken, wie es unserer Batterie noch geht, und zwar mit der Hilfe von einem Multimeter. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Batteriecheckgerät machen, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, aber ihr könnt es auch ganz simpel mit einem Multimeter durchführen. Wir benötigen ein Multimeter. Ich habe das Multimeter jetzt noch mit Batterieklemmen, mit Krokodilklemmen ausgerastet, nur um es euch besser zu zeigen. Ihr könnt das genauso einfach mit den Fühlern selber da dran halten und das reicht auch voll und ganz. Die Klemmung am Multimeter ist COM schwarz und der rote auf Volt Ohm Herz. Dann gehen wir hin und schließen unter dem roten Nippel. Ich habe jetzt wieder rotes Kabel genommen, damit ihr wisst, das ist das rote Kabel. Das rote Kabel kommt dann mit der Batterieklemme oder mit eurer Hand einfach an einen der Pole. Und wir packen dann auf der anderen Seite den Minuspol drauf. Ne? Da haben wir also das zweite Kabel. Das zweite Kabel ist schwarz und das schließen wir hier drüben dran. So, auch an die Klemme dran. Zack. Jetzt haben wir eine Verbindung, schwarzes Kabel, rotes Kabel. Die führen hier in mein Multimeter rein. Schwarzes Kabel zum Comport, rotes Kabel zum Volt, Ohm und Herz. Jetzt einstellungstechnisch müssen wir Folgendes machen. Das da ist Wechselspannung, das da ist Gleichspannung. Diese Batterie oder eine Batterie oder Batterien werkeln mit Gleichspannung, nicht Wechselspannung. Wechselspannung ist das Netz zu Hause, euer Stromnetz zu Hause und Volt. Und Gleichspannung werden wir jetzt auswählen. So, jetzt zeigt uns unser Multimeter 12,31 Volt an. Das heißt, diese Batterie hat eine Spannung von 12 Volt angegeben. Da steht's. Außerdem ist das Bordnetz im Fahrzeug immer 12 Volt. Es gibt da nur Mopeds, die haben manchmal 6, aber auch schon, die meisten haben auch schon 12. Und es gibt LKW, die haben 24 Volt Netz. Wir haben ein 12 Volt Netz. So, 12,5 Volt. Okay, das ist noch in Ordnung. Um jetzt den ersten Messwert, die 12,5 Volt zu bestätigen, beziehungsweise zu bestätigen, dass die Batterie noch in Ordnung ist, werden wir jetzt die Batterie unter Last setzen. Das heißt also, wir werden sie starten, nicht die Batterie, sondern den Motor starten. Und in dem Moment, wo der Starter den Motor startet, darf euer Multimeter nicht unter 10 Volt anzeigen. Das ist der tiefste Punkt, wo eure Batterie entladen werden dürfte. Die muss sozusagen genug Power gegen den Starter halten, um den großen, fetten Motor anwerfen zu können. Wenn sie das nicht mehr schafft, dann solltet ihr sie auswechseln. Erstes Ding ist also, sie sollte mindestens über 12 Volt haben. 12,5 Volt ist besser. Wenn sie aber nah bei den 12 Volt ist, dann, oder auch drüber, können wir trotzdem testen, sollten wir jetzt schauen, wie viel Power sie auch noch unter Last hat. Und die größte Last in dem ersten Moment ist, den Starter zu benutzen, für das Fahrzeug anzuwerfen. Und wenn er dann nicht unter die besagte 10 Volt Marke kommt, ist alles TÜV und eure Batterie hat wirklich noch Power. Also, wir haben jetzt aufgehört. Ich habe das Kabel ein bisschen verlängert da vorne. Jetzt lesen wir ab beim Starten, wie viel Volt Spannung noch in der Batterie verbleibt, ob sie dadurch noch Power hat oder dann doch nicht mehr. Nice, ist noch über 10 Volt. Wie wir gesehen haben, ist die Spannung nicht unter 10 Volt gesunken? Alles okay. Und gleichzeitig konnten wir sehen, dass nach ein paar Sekunden die Spannung auf 14,5 Volt hochging. Das heißt also, wir haben jetzt 2 in 1. Batterie ist in Ordnung und unser Generator, unsere Lichtmaschine ist in Ordnung. Das könnt ihr mit einem handelsüblichen Multimeter checken und das ist doch einfach. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.